Heute werden wir dir vier Learnings aus den letzten Jahren der Zusammenarbeit mit über 600 Fachbetrieben mitteilen bzw. mitgeben. Diesmal im Bereich Mindset. Dazu viel Spaß und bis gleich. So, herzlich willkommen zu dieser kleinen Videoreihe. Wir werden heute starten mit dem Thema Mindset. Ist so ein bisschen neudeutscher Begriff. Das Ganze meint so ein bisschen deine Einstellung gegenüber dem ganzen Geschäft. Wie gesagt, das Ganze wird eine kleine Videoreihe. Also wir wollen eigentlich mehr oder weniger darüber sprechen, was hat jetzt unsere Partner in den letzten 3 bis 4 Jahren die erfolgreichsten Partner einfach ausgemacht? Was sind da so die Erfolgsfaktoren? Wir arbeiten derzeit mit über 600 Betrieben zusammen, haben natürlich in der Gesamtlaufzeit mit über 1000 Betrieben zusammengearbeitet. Und da kriegt man einfach einiges mit. So. Und erfolgreiche Partner verbindet gewisse Sachen, genauso wie auch gewisse Dinge, die einfach unterscheiden. Und das wollen wir dir heute einmal mitgeben. Wir werden das Ganze, wie gesagt, in 4 Kategorien aufteilen. Und heute werden wir einsteigen mit dem Thema Mindset bzw. deine Einstellung gegenüber dem ganzen Thema. Denn das ist wahrscheinlich so das wichtigste Thema, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil du musst dir halt vorstellen, auch wenn das immer so ein bisschen nach so ein bisschen Guru-Sprache sich anhört, es beginnt halt alles damit. Ja, deine Einstellung bestimmt letzten Endes, wie du handelst, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und das bestimmt letzten Endes, was für einen Erfolg du hast oder vielleicht auch nicht. Und die erste Sache, die ich dir da mitgeben möchte, ist auch eigentlich maßgebend für alles, was danach kommt. Alle, so gut wie alle von unseren Partnern, die sehr erfolgreich sind, vereint eine Sache und zwar, sie sind einfach offen für Neues. So, es klingt jetzt erstmal leichter, als es ist, aber es ist natürlich auch völlig nachvollziehbar, wenn du jetzt 20 Jahre lang erfolgreich warst mit einer bestimmten Sache, mit einer bestimmten Strategie und heute oder morgen kommt jemand und sagt dir, hey, du musst das jetzt anders machen. Natürlich reagiert man dann erstmal und sagt, lass mich in Ruhe so ungefähr. Aber wir haben halt wirklich festgestellt, dass gerade im Bereich Online-Marketing sich der Markt extrem schnell ändert und wir dementsprechend natürlich auch unseren Partnern gewisse Ideen mitgeben. Wir geben Strategien mit. Uns hat sich eigentlich immer als gut rausgestellt, natürlich nicht immer alles blind anzunehmen und einfach umzusetzen, sondern mal zu sagen, okay, ich versuche das jetzt mal so. Wir werden sehen, ob das klappt oder nicht. Und das einfach mal wirklich Schritt für Schritt umzusetzen. So, weil du wirst merken, sobald du halt diesen Gedanken einmal fasst, dass du sagst, nee, lass mich in Ruhe, ich mache das jetzt so, das hat schon immer geklappt und deswegen mache ich es jetzt auch so weiter. Du beraubst dich ja automatisch von ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Ja, wenn du sagst, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, hast vielleicht mal vom Kollegen gehört, Facebook-Marketing funktioniert nicht und sagst, gut, würde auch für mich nicht funktionieren. Dir fehlen halt einfach Möglichkeiten für die Zukunft. Und das Problem ist an dieser Stelle, ist ja erstmal noch gar nicht das Problem, dass du es nicht machst, aber jemand anders wird es machen. Und der wird dir automatisch da ein bisschen was wegnehmen in Zukunft, wenn es ganz schlecht läuft. Also Regel Nummer 1, nimm das gerne für das Unternehmerische mit, aber auch für alle Videos, die hier noch folgen werden. Sei einfach mal offen für den Content, übernimm das Ganze, guck, wie du es vielleicht für dich implementieren kannst und entscheide dann, ob das sinnvoll war oder nicht, aber lehn es nicht direkt ab. Und der zweite Punkt, den wir dir mitgeben wollen, ist das Thema, in Anführungsstrichen, das Rad nicht neu zu erfinden. Da wird dir aber mein Kollege heute noch was zu sagen. Ja, also auch wenn man offen ist für Neues, was du gerade angesprochen hast, heißt das nicht, dass du das Rad immer wieder neu erfinden musst. Ja? Also was wir dir damit sagen wollen ist, setze auf bewährte Maßnahmen. Ja? Also was wir auch immer wieder unseren Kunden oder unseren neuen Kunden empfehlen, versuch nicht immer alles zu ändern, versuch nicht deine komplette Marketingstrategie neu zu erfinden, versuch nicht deine Dienstleistung neu zu erfinden, dein Produkt, wie auch immer, halte an bewährten Sachen fest. Ja? Das heißt, wenn etwas gut funktioniert hat in der Vergangenheit, dann ist es auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es in der Zukunft auch so funktioniert. Ja? Immer wieder bewährte Maßnahmen einsetzen und also wenn dann nach und nach optimieren. Ja, das ist ja immer wieder bei dir auch in den Gesprächen Thema, dass man nicht alles von neu Grund auf umkrempeln muss, sondern auf bewährte Maßnahmen setzt, damit man von Anfang an auch Erfolg garantieren kann. Ja, ja, definitiv sehr wichtiger Punkt. Der dritte Punkt, den wir dir mitgeben wollen, ist auch ganz wichtig, auch wenn er ein bisschen schwer in Worte zu fassen ist. Es geht so ein bisschen darum, Möglichkeiten bis zum Schluss quasi auszuschöpfen. Was meine ich jetzt damit? Es ist immer so, wenn du jetzt unternehmerisch tätig bist oder auch im Internet tätig bist, Facebook-Werbung machst, wie auch immer, du hast immer einen gewissen Zeitraum, in dem Dinge funktionieren und dieser Zeitraum, der ist halt nicht unendlich. Bestes Beispiel ist Mitarbeitergewinnung. Das ging jahrelang wunderbar auf Facebook, ohne Einschränkung. Man konnte in Anführungsstrichen hochladen, was man möchte. Und jetzt ist, glaube ich, korrigiere mich bitte, ungefähr ein Jahr her, gab es ein großes Update bei Facebook und schon ist man in der Mitarbeitergewinnung extrem eingeschränkt. Man kann zum Beispiel nicht mehr das Geschlecht bestimmen. Man hat halt einfach weniger Möglichkeiten als vorher. Und das ist immer so. Das ist im Neukundengeschäft so. Und unsere Empfehlung ist es, beziehungsweise wir sehen das auch bei unseren Kunden, wenn du mal eine Sache hast, die funktioniert, wenn du erfolgreich Mitarbeiter einstellen kannst, wenn du
genügend Geld mit einer Facebook-Kampagne verdienst, dass sich das Ganze refinanziert, dann guck, dass du dieses Thema so gut es geht, wie du dich ausschlachen kannst. Also gib da mehr Geld aus, sorg dafür, dass dieses Geld wieder zurückkommt und zöger dann nicht, ja, weil du wirst diese Möglichkeit vielleicht nicht immer haben. Das klingt jetzt so ein bisschen prophezeiend oder so, dass irgendwas irgendwann nicht mehr geht, aber es ist ganz normal, dass diese Fenster sich halt schließen werden. Generell das ganze Thema Online-Marketing ist wahrscheinlich auch ein Fenster, was sich so jetzt geöffnet hat vor einigen Jahren. Und je mehr Leute da reingehen, desto mehr Wettbewerb gibt es, völlig logisch. Ja. Und so ist es eigentlich mit allem anderen auch. Also wenn du mal eine Sache hast, die funktioniert, dann zöger nicht, steck deine Ressourcen da rein, guck, dass du wieder Ressourcen herausbekommst und dann wirst du merken, trägt sich das Ganze viel, viel schneller von alleine. Die vierte Sache, die wir mitgeben wollen, ist relativ simpel erklärt, ist ganz einfach das Thema Beharrlichkeit. Ist eine Sache, die jeden unserer Kunden vereint, der mehr oder weniger erfolgreich ist, beharrlich. Ist einfach eine Sache, die in den letzten Jahren vielleicht nicht immer gebraucht war. Ja, weil vieles hat halt einfach so funktioniert. Man hat Aufträge gemacht, genug über Empfehlungen, hat die reinbekommen, hat die verkauft, alles gut. Gab ja sogar mal Zeiten, wo dann Leute noch bei dir arbeiten wollten, weil sie ja gerade keinen Job haben. Das ist mittlerweile vorbei, wie du sicherlich mitbekommst. Und wir erfahren halt wirklich, dass derjenige jetzt erfolgreich ist, der einfach beharrlich ist. So, wie kann das jetzt im Alltagsgeschäft aussehen? Ganz einfach, werden wir auch noch zukommen. Wenn du Angebote machst, dann warte nicht darauf, dass der Kunde das annimmt, sondern ruf ihn an und verkauf ihm das Ganze nochmal. Wenn ein Mitarbeiter bei dir ist und der hat sich vielleicht beworben und der meldet sich dann vielleicht nicht mehr, frag gerne mal nach, woran das liegt. So, das hat nichts mit Hinterherrennen zu tun, das hat einfach nur was damit zu tun, dass man heutzutage sich vielleicht sein Erfolg ein Stückchen mehr erarbeiten muss, als das noch vor 3-4 Jahren der Fall war. Was du nicht vergessen darfst, wenn du es nicht tust, tust es jemand anderes. Also die Konkurrenz ist groß. Richtig, ja. Letztendlich, wenn du den Ehrgeiz nicht hast, da vielleicht diesen Anruf mehr zu machen, es wird immer jemanden geben am Markt, der da den einen Anruf mehr machen wird. Und das macht letztendlich den Unterschied. Ja, definitiv. Und so ist es einfach. Also guck, dass du die 4 Punkte so gut es geht verinnerlichst. Das ist wie gesagt das, was wir jetzt, wie gesagt, aus unseren 600 Partnern oder ja, mittlerweile über 1000 Partnern, die wir schon mal betreut haben, mitnehmen konnten. Schau dir auf jeden Fall die weiteren Videos da ein. Da werden wir ein bisschen weiter in die Praxis gehen, definitiv. Ansonsten abonniere den Kanal, schau dir die folgenden Videos definitiv auch an, aktiviere die Glocke, dann verpasst du nichts mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis bald.